noch mehr tragen. Ich bin überladen. Thank you.
Mana. Der Orden heißt euch willkommen. Nicht hier. Thank you.
Kran. Die böse Königin ist gefallen. Das ist wirklich ein grandioser Sieg. Doch es warten noch viele Schlachten. Ich werde euch auf eurer Reise begleiten und unterstützen, soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Ich fürchte, dieser Albtraum wird erst ein Ende haben, wenn ihr gefunden habt, was er sucht. Andarias Tod bringt neues Leben für uns alle. Wir beklagen den Verlust unserer geliebten Schwestern. Aber wenigstens können wir jetzt unser Leben weiterleben. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein wahrer Held und ein Zeugnis für den edlen Geist, der unseren Orden seit Generationen inspiriert. Lebt wohl. Endlich dürfen wir jubeln. Wir stehen so tief in eurer Schuld, dass wir es nie wieder gut machen können. Ich hoffe, mit der Zeit werden wir unseren Orden neu aufbauen können. Unser Dank wird euch begleiten. Die Karawane ist bereit. Wir können jetzt nach Osten, nach Lutgolain aufbrechen. Was braucht ihr? Damit kann ich jetzt noch nichts. Wohin kann ich euch bringen? Nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Lutgolain. Und dahinter das weite Meer.
In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, Zurei. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen würde. Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut-Golein. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Guten Tag. Seid gegrüßt. Ich bin Jerin, Fürst von Lut-Golein, und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tal Rasha suchte. Niemand weiß genau, wo Tal Rasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos.